Am 17. Tag der Atomverhandlungen mit dem Iran zeigt sich der US-Außenminister John Kerry hoffnungsvoll, dass eine Lösung in greifbarer Nähe steht. Es wären aber weiterhin schwierige Fragen offen. Etwa, auf welche Art Inspektoren Zugang zu Irans militärischen Anlagen bekommen sollen und wie schnell werden Wirtschaftssanktionen gelockert. Der Westen verdächtigt den Iran seit langem, seine Atomforschung für militärische Zwecke auszubauen. Teheran streitet das vehement ab und beharrt auf sein Recht, die Atomkraft zivil zu nutzen. Bei den Abkommen geht es nun darum, dass Iran sein Forschungsprogramm einfriert. Im Gegenzug würde der Westen Wirtschaftssanktionen lockern. Die haben dem Land bereits immense ökonomische Schäden zugefügt. Auch wenn in Wien ein Abkommen erzielt werden kann, heißt das noch lange nicht, dass es ratifiziert wird. Vom engsten Verbündeten Israel kommt bereits starker Gegenwind. Ministerpräsident Netanyahu geißelte unlängst Irans mörderische Aggression. Und auch in Washington muss Präsident Obama sich noch Zustimmung vom Kongress für ein Abkommen holen. Hochrangige Republikaner ziehen das bereits in Zweifel. Es wäre die bedeutendste Annäherung zwischen dem Westen und dem Iran seit der Islamischen Revolution 1979. Im letzten Jahr seiner Präsidentschaft wird Obama um diesen Erfolg kämpfen.